Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Wir haben heute richtig kranke Sachen, nämlich geheime Basen von Tobi, den bösen Admin, gefunden, Leute. Lasst für dieses richtig geile Video auf jeden Fall ein Like da. Lasst doch sehr gerne ein Abo, da würde mich sehr freuen. Wir sind kurz vor 100.000 Abonnenten und ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit diesem Video. Also Leute, ich probiere auf jeden Fall, den zweiten geheimen Raum von Tobi zu finden, wo noch niemand drin war. Deswegen habe ich hier schon so ein paar Sachen vorbereitet. Wir haben Kolben, Lukas meinte, er hat so eine richtig krasse Taktik oder so. Wir haben hier Falltüren, Hebel, Obsidian, soll ich nicht besorgen? Ich habe ihn gefunden. Warte, was? Du hast ihn jetzt schon gefunden. Ja, wo bist du? Ich wusste nicht genau wo. Wo bist du? Koordinate 242, 276. Also du hast dich irgendwie hier runtergebaut. Warte, ich baue mich gerade wieder hoch einfach. 242, 276. 242, 200. Ja. Also du bist halt direkt beim Unheil irgendwie. Hörst du mich abbauen? Ja, klar. Hallo, was? Hier! Alter, wie sieht's hier unten aus? Da war ich ja noch nie. Ja, das ist hier eine Ausgabe. Alter, WTF. Ja, ich bin da. Warte, ich komm zu dir. Okay, alles klar. Du kannst ja runterbauen, dann kommt gleich einfach ab. Und hier soll der Raum sein. Es ist so dunkel bei mir, Mann. Oh mein Gott, du hast es. Warte, ich schau mal ganz kurz solche. Höhle mal ein bisschen hier aus. Ich schau ganz kurz solche Laternen, damit das hier ein bisschen heller ist. Alter, WTF, Mann. Als ob das so leicht war und als ob da noch keiner drin war. Ne, kann ja nicht. Wie willst du da reinkommen? Ja, genauso wie wir bei dem anderen reinkommen sind. Ja, dann kommt man nicht mehr raus. Das ist ja Selbstmord. Ja, stimmt. Aber guck mal. Ach, stimmt ja. Du hast recht. Hier könnten wir ja raus, wenn wir durch das, mit diesem Bedrock-Teil diesen Bug machen, den du meintest. Okay, kannst du mir alle Sachen droppen, die du hast? Ja, ich droppe dir das eben. Also, warte, oh mein Gott, Bro, bitte. Wie viele Zombies kommen hier runter? Kolben, Hebel, Falltür, TNT, Obsidian. Fehlt noch irgendwas? Und du sagst, so kommen wir jetzt rein. Ja. Aber müssen wir auf dem Bedrock sein oder neben dem Bedrock? Vielleicht. Warte, wir müssen gar nicht sein, alles gut. Ey, Bro, also wenn das jetzt klappt, ne? Es wird genau der Block hier unter dem Hebel gemacht. Aber warum hindert Tobi uns nicht daran? Bro, was ist das hier eine Konstruktion? Ich hab das noch nie gesehen. Ey Leute, wisst ihr, was das ist? Schreibt mir in die Kommentare, was ist das? Okay, kannst du ein bisschen weggehen? Ja. Also klappt? Nee. Okay, ich hab nochmal TNT, alles gut. Aber woran hat's gelegen? Eigentlich hätte es klappen müssen. Der Kolben hat noch gestanden. Aber, WTF, Mann. Hast du alles wieder, alle Blöcke? Ja, also, nee. Scheiße, also ich hab... Man verliert halt nur das TNT. Achso, okay, TNT habe ich genug mit, alles gut. Ja, probier's genau, nochmal. Und den Hebel. Das kann Bett. Hebel ist hier oben, an der Decke. Aber guck mal, er hört uns gerade die ganze Zeit zu. Warum hindert er uns gerade nicht dran? Das check ich nicht. Ja, ich habe einen Gedanken dabei, aber ich kann ihn dir gleich sagen, wenn es nicht nochmal funktioniert. Okay, probier's nochmal. Komm, Scheiße, muss klappen. Alter. Komm schon. Es hat geklappt, glaube ich. Ich habe was gehört. Oh mein Gott. Man kann Bedrock zerstören? Bro, was wird da jetzt sein? Nein. Ey, Leute, das ist krank. Lukas ist der heftigste Spieler. WTF, Mann. Sollen wir da reingehen? Was? Lass kein Wasser runter. Hast du Leitern oder sowas? Nee. Ich hab Enderperlen, aber... Sonst einfach, wir stellen mir kein Volldamage, safe nicht. Warte, lass mich kurz. Mach. Halbes Herz. Echt jetzt? Ja. Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich eine Seite ausbauen, aber es ging irgendwie nicht. Ach, weil ich habe meine Taste umgebindet, warte. Bro, was ist das hier, Mann? Ich gestehe unseren Namen. Fridan, Kianis, Sio, Lukas, das ist alles, das war die Vorbereitung für das Event. Die Vorbereitung, für welches Event? Für das Unheil? Ja. Das ist da... Wie, warte mal. Was ist das hier, Mann? Aber was sind das hier für Command-Blöcke? Gefährlich, hier steht sogar gefährlich, okay, das... Hier steht gefährlich. Wir können halt nicht reingucken. Gefährlich. Ey, was soll ich da drauf drücken? Was soll das gefährlich sein? Ey, soll man das ausprobieren? Aber das steht eigentlich unter grundgefährlich. Aber für wen macht er das? Wir müssen einmal das Unheil 4 nochmal durchgehen. Was ist da alles passiert? Weil diese Blöcke lösen Sachen fürs Unheil 4 aus. Aber es wurde niemand getötet bei dem Unheil. Das Einzige, was gemacht wurde, sind, dass unsere Itemboxen hierdurch zerstört worden und gespeichert worden, schätze ich. Ja. Weil Tobi konnte die ja wiedergeben. Genau. So, aber was ist das dann hier alles? Okay, wir müssen einmal kurz gucken. Ja, Bro, du kennst den wahrscheinlich besser aus. Ich sehe überall Redstone-Signale. Ja, aber, also ich sehe, das ist eine Redstone-Chain. Das bedeutet, wenn du einen auslöst, wird ja auf jeden Fall eine Reihenfolge an Commands ausgelöst. Aber ich habe halt gar keine Ahnung, was es für eine Reihenfolge ist. Okay, das heißt, das war auch irgendwas für das Event. Aber da stellt sich doch die Frage, was dieses gefährlich sein soll. Es gibt halt zwei Hebel. Was ist, wenn wir... Wollen wir beide einfach gleichzeitig drücken? Aber ich... Ey, wenn doppelt gefährlich aussieht, ich würde lieber eine Sache drücken.
Ja, okay. Ich probiere es aus, okay? Ich mache es. Aber was ist, wenn du jetzt stirbst oder sowas? Hast du ein Bett dabei oder sowas? Ich habe kein Bett dabei, nein. Ich weiß halt, wo Betten sind. Bro, warte mal. Hast du eine Endertruhe? Ich würde halt ein Bett. Nein, ich habe nichts gerade. Scheiße, Mann. Warte, Ich kann dir ganz schnell sagen, wo ein Bett ist. Ich hole kurz eins, Ich hole kurz ein Bett und ich save kurz meinen Starker-Chest. Gib mir kurz eine Sekunde, okay? Ich Aber bin gleich. warte, es kann halt zu spät sein. Ich würde einmal schnell was ausführen. Ich würde es eigentlich auch ausführen. Einmal machen. Naja, er kann jetzt schon die Kommandoblöcke verändern, während wir hier sind. Er kann die einfach umschreiben gerade die ganze Zeit. Du hast recht. Ja, wollen wir einfach machen? Komm, 3, 2, 1. Passiert nichts. Hier ist nichts geschehen. Warte, ich probier mal hier die Chain aus. Was? Probier die hier oben aus. Bro, das ist. Bro, warte mal, nicht, dass du irgendwas. Der arme Pischter. Nicht, dass du irgendwie was auslöst, was uns alle tötet oder so. Ey, Bro, du machst mir gerade so Angst, Mann. Lukas! Ja. Wir sollten das vielleicht nicht machen, Mann. Falsch! Falsch! Ey, hast du Holz oder irgendwas? Nee, ich habe alles geused, Mann. Ich habe kein Holz. Oh mein Gott, wir haben auch den Raum gefunden für das Event. Das ist Frage crazy. ist, ich muss einmal kurz hochgehen, ich brauche Holz. Oder hast du irgendwas, was Redstone betätigen kann? Also einen Hebel, einen Knopf oder Ich irgendwas? kann. Nee, ich brauche Sticks. Vielleicht Ja, ich was in den weiß. Schaltkern, warte. Nee, hier nicht. Hier vielleicht. Ich kann Schalter craften, Nein, mach einfach Knöpfe. Einfach Knöpfe? Holz. Ich hab kein Holz, Ja. ich hab nur Sticks und Cobblestone. Okay, dann mach ganz viele Schalter und gib mir ein paar. Hier, ich hab 6. Okay, was war ganz hier oben? Das ist die Frage. Das war falsch und ist Da, das hier re noch rechts war, oben, richtig? rechts war falsch. Dann ist das hier richtig. Nee. Oh mein Gott. Oh Hörst mein du das? Gott, Bro. Ja, natürlich höre ich das, Mann! Das ist viel zu creepy, Richtig. Mann! Aber die Command-Blöcke haben dann anscheinend nichts gemacht. Ja, nee, die haben nichts gemacht irgendwie. Aber warum? Warum steht hier nicht. Hier Aber steht nicht warte mal, umsonst okay. Ey, gefährlich. wo ist Pista? Wo ist hier jetzt Pista? Ich hoffe Pista, ich hoffe Pista einmal. Was? Falsch. Das Ding ist, seine Kiste würde jetzt kaputt gehen, eigentlich. Einfach so. Also, es müsste sein. Das heißt, bei Reini müsste richtig kommen, ne? Wo ist Reini? Wo ist Reini? Wo ist Reini? Reini ist der Reini, der Verräter, Verräter. ja. Reini war. Oh mein Gott. Das war genau das Event von Unheil Nummer 4, was wir gerade drin sind. Oh mein Gott. Geisteskrank. Aber hast du die ganzen Hebel oben ausprobiert? Ja. Alle oben! Ja. Die 5 Stück, die da sind, die machen gar nichts, oder Ja. was? Doch, die machen den Sound. Ach so, okay. Alter, das ist geisteskrank, Mann, wirklich. Das ist wirklich geisteskrank, wo wir gerade sind. Ja, ich hatte aber die Hoffnung, dass hier irgendwie noch was mehr zu Ja, entdecken gibt. Weil das, aber. also wir haben jetzt den Raum gefunden, aber wir haben jetzt keinen Mehrwert oder sowas draus gezogen, Nee, deswegen. aber trotzdem ist das krasse. Wir können jetzt einfach. Wir können Bedrock zerstören, Bro. Achso, ja, da kommt man die ganze Zeit schon. Ja, Das ich ist tatsächlich weiß. eine Taktik, die auch Reini schon benutzt hatte, um über die Bedrock-Decke zu kommen. Im Nether. Bist du So, oben? ja, ich bin oben. Ja, okay. Schade, ich dachte eigentlich, hier gibt es wirklich noch ein bisschen mehr, aber. Warte, was? Hä? Er wollte dich TP'en! Hä? Er wollte dich TP'en, Bro! Was ist an den Koordinaten? Was ist an den Koordinaten? Warte. Das ist. Minus 52? Da unten! Das ist doch da unten, oder nicht? Er wollte dich zurückteleportieren, Bro! Oder? Ne, Minus, das sind über 100 Blöcke. Wir sind gerade nicht 100 Blöcke hochgegangen. Hey, warte mal! Aber eigentlich müssen wir an die Warte mal, Koordinaten gehen, oder? vielleicht sollen wir da hin! Vielleicht müssen wir da hin, Bro! Ja, lass da hin. Zwei. Warte. Das ist Ich muss geistkrank. auch noch kurz mein Shader ausmachen. Sonst so dunkel. Hast du auch eine Light Mod? Also eine Nee, Licht Mod? hab ich nicht. Boah, Ich weil immer wenn. hab Licht in der Hand, alles gut. Okay. Ich baue den runter einfach. 2, Ich 3, sehe alles. 4. Okay. Ey, Bro! Aber war das jetzt extra von ihm? Er hört es doch zu, er macht so extra. Ist das jetzt so ein Raum oder sowas? Ist egal, also es kann eigentlich nichts passieren, wenn wir an einen Ort gehen. Es kann wirklich nichts passieren. Okay, ich bin schon mal drunter unter der Bedrock-Schicht und jetzt können wir noch Ja. kurz zu den Koordinaten und einfach straight runtergehen. Okay, wir müssen noch ungefähr 60 Blöcke runter. Was ist das? Warum ist da einfach rein der Magma-Block? Ach so, die können einfach so spawnen. Ich weiß, was da ist! Warte mal, was? Nee, warte mal, das ist nicht einfach so. Das können die nicht spawnen. Bin ich dumm? Die können hier nicht spawnen. Ich habe ein Gefühl, was es ist. Wie, Ich du bin hast ein gespannt, ob Gefühl? dein Chat das auch Oh schon nein, oh nein. rausfindet. Hey, wie, Leute, was soll das sein? Was meint er? Du bist schon da! Oh mein Gott, was ist Siehst du, was das? das für ein Block unter dir ist? Netherite! Nether! Was? Oh mein Gott, bitte. Kannst du Wasser platzieren? Ich hab. Du musst aber hier hin. Oh mein Gott. Es war einfach alles die ganze Zeit auf der Insel. Es Es ist war alles die ganze Zeit auf der Insel. Den Raum kenne ich, Bro. Den Raum kenne ich. Nein. Aber er wollte mich hier hin teleportieren. Aber er hat's verkackt. Er hat's einfach verkackt.
Er hat aber verkackt. Das ist der Feuerraum, Bro. Tobi macht auch Fehler, er ist auch nur ein Mensch. Ja, das hat uns gerade bewiesen. Er ist auch nur ein Mensch und ist genauso... Guck mal, jeder... Es ist so laut, dieses Feuer, ne? Ich höre gar nichts, Mann. Jeder Mensch hat seine Schwachstellen, Bro. Guck mal, er macht das ganze Feuer wieder hin. Jeder Mensch hat seine Schwachstellen. Ey, wie riesig ist dieser Raum, bitte? Als ich hierhin teleportiert wurde, kam er nie so riesig vor. Ey, das ist einfach die ganze Zeit unter Unheil 4 gewesen. Ja, alles war gefühlt unter Unheil 4. Alles unter Unheil 4. Tobi, willst du es mal runter? Tobi, ich weiß, dass du uns zuhörst. Willst du mal ein bisschen mehr darüber erzählen? Was soll das alles? Gibt es noch mehr Räume, von denen wir nichts wissen? Dass sie hier auf der Insel sind? Oh mein Gott, ich müsste mir gefühlt alles absuchen auf der Insel. Ist halt so, Mann. Es ist so fucking laut hier, Mann. Oh mein Gott! Was? Ey, er hat das Feuer blau gemacht! Er ist da, Bro! Tobi, rede! Was soll das alles? Freut dich bei mir. Warum lässt du uns alles hier finden? Gibt es noch einen Raum? Beantworte uns mal was. Warum ist alles hier... Wir könnten diesen Raum ja theoretisch die ganze Zeit finden. Aber es hat niemand getan. Pischter. Aber er hört uns nicht, weil wir in der Gruppe sind. Ach ja, stimmt. Pischter hört uns ja nicht. Aber Tobi ist da. Wir gehen aus der Gruppe eigentlich jetzt raus, wir haben eigentlich alles gefunden. Ja, stimmt, wir gehen raus zur Gruppe, warte mal. Ja, jetzt sind wir da. Wir waren in der Gruppe. Warum bin ich hier teleportiert? Wurdest du teleportiert? Ach, du bist hier hin teleportiert? Ja. Ach so. Ja, Tobi war das, wer sonst, Mann? Guck mal, wo wir sind, Bro. Das ist der Raum, das ist der Feuerraum, Bro, wo wir alle teleportiert wurden. Oh mein Gott. Alles. Aber warte mal. Weißt du, wo ist Fischer? Weißt du, wo dieser Raum überhaupt ist? Nein. Oh mein Gott. Das ist unter dem Unheil Nummer 4, Bro. Was? Ja, alles ist hier. Wir haben ihn einfach gefunden. Alles wir haben ihn einfach so gefunden. Oh mein Gott. Das ist geisteskrank, Mann. Tobi! Ey, nein, nicht wieder so Feuer, Mann. Es ist so laut hier. Aber Tobi, bitte verrat mir. Gibt es noch mehr Räume? Und was waren diese Command-Blöcke in dem anderen Raum? Da, wo gefährlich stand. Es gibt auch mehr Räume. Warte mal, was? Aber was war dieser gefährliche Command-Block? Wo nichts passiert ist, ja. Ist doch, wo nichts passiert ist, Mann. Es ist wirklich einfach nichts passiert. Es ist doch was passiert. Was? Nein, es ist nichts passiert. Nur weil ihr es nicht gesehen habt? Aber nur weil wir es nicht gesehen haben. Ja, dann verrat es uns doch, Mann. Da das müsst ihr selber herausfinden. Da steht er nicht umsonst gefährlich. Ihr schleicht in meinen Räumen rum und soll jetzt noch belohnen? Bro, du hast doch selber verkackt mit dem TP-Befehl. Was? Du hast selber verkackt, Mann. Was haben wir damit zu tun? Was hat das denn jetzt damit zu tun, dass ihr in den Command-Block-Raum reingegangen seid? Ja, okay, das hat nichts damit zu tun, aber diesen Raum haben wir gefunden. Ja. Ah, du machst mir Angst! Ah! Oh mein Gott, nein! Er will nicht. Oh mein Gott! Ich komm wieder zurück. Ey, egal. Ich lass mal hier rausgehen, Jungs. Habt ihr genug Blöcke? Ja. Hast du genug Blöcke, Pischter? Ja, ja. Wir bauen uns hier raus, Mann! Wir verunstalten deinen scheiß Raum jetzt! Ja, du Esel! Ey, geisteskrank. Geisteskrank. Nein, ich hab Angst, wenn ich hier neben mir steht. Schnell raus. Oh mein Gott, zum Glück bin ich. Ey, mit dem Stick geschlagen. Zum Glück bin ich rausgekommen noch. Oh okay, mein Gott. Ey, hier, Trainer, wo bist du? Warte. Ah, hier. Ja, kannst du ja hochbauen. Ja. Das Ding ist. Oh, ich hab keine Blöcke mehr. Hier. Danke dir. Ey, was soll ich sagen? Das Ding ist, guck mal. Pischter, komm raus. Au! Ah, hat er verdient, Mann. Guck mal, er meinte. Ja, ja, safe. Er meinte ja irgendwie, dass es mehr Blöcke gibt. Mehr Räume. Das Ding ist halt, er hat alle Räume gebaut, nachdem ich entatmet wurde. Das heißt, ich weiß von keinem Raum, wo er ist. Stimmt, wir müssen ihn irgendwie finden, Bro. Das werden wir auch tun. Aber safe. Ich habe immer noch gar keine Ahnung, wie die Leute auf Insta wussten, wo dieser Raum ist. Die Leute meinen gerade bei mir, dass Kian hier drin war. In diesem Command-Block-Raum? Ja, ich glaube, er hat sich ja geopfert für mich. Und ja. Ich glaube, er wurde hier rein teleportiert. Bau dich mal hoch, ich bin schon oben wieder. Und ich glaube, er war hier drinne, als er halt so mäßig... Ist dein Freund jetzt einfach zurück? Wie? Pischter? Erstens, Pischter ist kein Freund. Zweitens, du hast ihn teleportiert, deswegen kannst du ihn da auch wieder raus teleportieren. Pischter hat doch bestimmt eine Spitzhacke, oder nicht? Ja, er ist halt eine Spitzhacke, er kann es einfach rausbauen, Mann. Er tötet Lukas, er tötet uns alle und er denkt, dass du ihn noch auf ihn wart, oder was? Niemals, Mann. Ey, guck mal, das Ding ist, vielleicht sind hier andere Räume unter den anderen Unheilen, Lukas. Da müssen wir echt mal gucken, Bro. Sag ich dir ehrlich, wir müssen das weiterführen. Du hast recht, ja. Und ich sag dir ehrlich, Lukas, weil du mir das geholfen hast, ich werde dich jetzt beschenken. Ich hab dich ja schon beschenkt.
Mit Tridan, ich sag dir ganz ehrlich, ich wollte selber rausfinden, was hier ist. Und ohne deine Hilfe wäre ich ja gar nicht erst da runtergekommen. Ich habe ja nicht das TNT und alles gehabt. Leute, ich gebe Ihnen jetzt das hier. Ist das nicht ein krass, das ist doch ein krass Geschenk, Leute, oder? Bro, ich sag dir ehrlich, ich wollte nur rausfinden, was da ist. Okay, bist du bereit? Nein, ich bin nicht bereit. Lukas, ich sehe dich als einen sehr starken Verbündeten. Und ich will mit dir... Ey, nein, du kommst jetzt zurück, Lukas. Ich will dich... Ich will mit dir weiter diese Räume finden. Und deswegen musst du bessere Ausrüstung haben. Und deswegen gebe ich dir jetzt das hier. 1, 2, 3. Oh, das war die falsche Brustplatte. 1, 2, 3, 4. Nimm es. Nimm es dankend an. Nimm es dankend an. Mit Kusshand. Eine full verzauberte Netherite-Rüstung. Du nimmst das jetzt an. Das du gehst jetzt hin. Junge. Mann. Oh mein Gott. Die Verzauberung ist sogar besser als meine Verzauberung. Es ist wirklich eine voll verzauberte Rüstung. Ja, und das ist Finskis Rüstung gewesen, die habe ich gesaved. Das war meine Backup-Rüstung. Finskis OP-Helm. Das war meine Backup-Rüstung, aber weil ich eh gefühlt nicht sterbe, weil mich eh keiner hier töten kann, ich bin halt noch nie gestorben, ich die halt eh nicht brauche, kriegst du die einfach jetzt. Boah, Junge, Ehrenaktion von Tridan, holy. Gar kein Thema, Mann. Aber du musst dir versprechen, mehr von diesen Räumen zu finden. Ich versuche mein Bestes zu geben. Und du musst unbedingt... Ich habe halt Angst, dass Tobi irgendeinem Raum Fehler gemacht hat, weil es sind Commands. Commands sind das, was Admins ausführen. Und wenn er da einen Fehler gemacht hat, der zum Beispiel irgendwo ausprobieren wollte, ob er selbst gebannt werden kann oder sowas. Ja. Oder irgendwas in die Richtung, wo zum Beispiel, wenn du darauf drückst, irgendwie ganz schnell in Game-Mode und wieder rauskommst oder sowas. Wenn wir irgendwie so einen Command finden, dann hätten wir das. Wenn wir da irgendwie sowas finden, denn das würde alles retten. Safe, alles, safe, safe. Verstehst du das? Bro, was war das? Das war, glaube ich, nur ein Enderman. Oder? Das safe Fisch da. Fisch da, wo bist du? Weiß ich nicht. Egal, auf jeden Fall, Lukas, wir werden das machen. Wir werden die weiteren Räume finden.